Aber hey, ich war letztens beim Zahnarzt, der hat mir ein bisschen in meinen Zähnen gebohrt und die Löcher gefüllt danach. Hat das schonigerweise nicht mal wehgetan, obwohl es keine Betäubung war. Guter Zahnarzt. Der weiß, was er tut. Hoffe ich. Nein, 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 der bohrt nur so aus Spaß. Ja. Man will ja keine Wurzelbehandlung, ne? Wobei, mein Bruder hat das echt empfohlen, Wurzelbehandlung. Hat gemeint, ist eine super Sache. Vor allem, wenn die Schmerzmittel aufhören zu wirken. Ich mach Schaden, was ist denn jetzt kaputt? Die Wurzelbehandlung hilft! Kann ich mich damit ausrüsten, mit einer Wurzelbehandlung? Bei Wurzelbehandlung möchte ich ehrlich gesagt, glaube ich, nicht haben. Ich habe mal so einen Bohrer gesehen. Wird er irgendwie komplett durch den Zahn durchgebohrt und dann hinten, wo die Nerven sind, die werden dann rausgezogen, wenn ich das richtig gemacht, gesehen habe, verstanden habe. Also die entzündeten Zeug, die Entzündung da, das wird alles rausgepobelt durch die Löcher, die durch den kompletten Zahn gehen und dann wird das desinfiziert und gefüllt und es eventuell mehrfach, je nachdem. Und danach werden die Löcher verschlossen. Es gibt schöne Bilder im Internet, ich empfehle das mal anzuschauen. Es wäre schön, wenn von dem Hauptmann mal der Rüstungsschutz kaputt ging, dann würde ich auch viel mehr Schaden machen. Wenn ich mal treffe und Schaden mache, ne? Richtig, ich könnte ja auf Autopilot schalten, habe ich ganz vergessen. Mein Autopilot aktiviert. Ah, komm schon her. Muss mir da mal irgendeinen schweren Gegenstand suchen, den ich einfach auf die Taste legen kann. So, Autopilot ist an. Weiter geht's. Ach ja. So. Gut, funktioniert. Autopilot. Zieht mich mal voll runter. Nein. Was macht man keine Witze? Oh doch. Mein Humor ist so schwarz, in Amerika würde er von der Polizei verprügelt werden. Oh Moment, ich lade das ja auf eine amerikanische Plattform hoch. Darf ich da überhaupt Witze auf Amerika machen? Das ist eine Frage. Wie viele amerikanische Polizisten brauchen wohl meine Glühbirne zu wechseln? Antwort? Gar keinen. Sie schlagen den Raum, weil er schwarz ist. Gott. Okay, genug von diesen Witzen. Widmen wir uns wieder den Wurzelbehandlungen, ne? Nein, Moment. So, ich wollte noch irgendwas sagen, hab's aber gleich wieder vergessen. Sehr gut. Egal. Ist nicht so wichtig, ne? Wir haben jetzt alle die Bilder von Wurzelbehandlung gesucht und festgestellt, dass wir die alle nicht so mögen. Ganz ehrlich, ich überlege gerade, ob es jemand merken würde, wenn ich einfach immer wieder die gleiche Szene, also einfach so 10 Sekunden Loop oder halt so, ja, so ein Loop, also einmal aufnehmen, wie der Ork zurückweicht, wieder vorgeht, schlägt und wieder zurückweicht und das Ganze dann einfach loopen. Ich glaube, das würde nicht auffallen. Okay, vielleicht ein bisschen an der Musik, aber sonst, ne, ich glaube, das würde sonst überhaupt nicht auffallen. Wann habe ich das letzte Mal Schaden gemacht? Das ist eine interessante Frage. Schon ein bisschen her, glaube ich. Aber hey, ich habe einen Autopiloten. Ist doch schon mal was Schönes. Das ist doch lächerlich. Hey, was ist der Ork? Der flieht? Flieht er jetzt gleich? Nein, der tut nur so, okay. Schon ein tolles... Hey, ich habe mir da Schaden gemacht, einen ganzen Schadenspunkt. Ich bin schon ein wilder Hund. Das muss ich schon mal sagen, das ist schon echt... spannend. Mann, ist das spannend. Ich
fühle mich jetzt gerade an Kalkofers Mattscheibe erinnert, mit diesem Astro-TV-Zeug, wo die Frau das jetzt meint. Mensch, ist das auch nicht oder so ähnlich. Wer es kennt, der weiß vielleicht. Wer nicht, auf Tele5 kann man sich die, auf der Website von Tele5 kann man sich die ganzen Kalkofers-Folgen angucken. Macht das einfach mal, dann werdet ihr irgendwann diese Folge finden und verstehen, was ich jetzt meine. Nur so als Tipp, kann ich nur empfehlen. Einfach mal Kalkofe schauen. Auch lustig, wenn man kein Fernsehen guckt, so wie ich. Ja, gut, dass es sowas nicht auch für Let's Plays oder so gibt, sonst würde ich da definitiv auch mit auftauchen. So scheiße, wie das hier schon wieder ist. Ach, komm schon. Ich könnte bisher an meinem Ständer spielen. Also meinem Mikrofonständer, gegen den ich mal vor dem Wetter irgendwie ungünstig gekommen bin, was eine Verschiebung folgt und die Position dadurch wieder beschissen wird. So. Der Ork weicht übrigens zurück, weil. KI. Die ist so auf 10C-Niveau. Wie viele KIs. Und nein, das ist kein Kompliment. Trifft irgendwann mal irgendwas, irgendwie. Oder macht mal irgendwas irgendwie Schaden. Ein Schadenpunkt. Spannend. Ich dachte immer, Siedler wäre spannend, aber das hier. Ich muss die Aufnahme immer neu starten, weil ich eine halbe Stunde erreicht habe. Ich könnte dazu den Autopiloten ausmachen, damit ihr nichts verpasst, aber. Ich glaube, das ist nicht so wild. Hey, ich habe Schaden gemacht. Vermutlich, wenn ich die Aufnahme stoppe, bricht irgendwie bei den Gegnern die Panzerung ab. Hey, Panzerung ab, ja. Es bricht die Panzerung ab. Mhm. Zerbricht ihre Panzerung wohl eher. Okay, ich starte einfach mal die Aufnahme mitten im Kampf neu. Was soll schon passieren? Nichts Spannendes. Hä? So. Ich glaube, das merkt eh keiner. Was? Ach, ich habe eine Taste gedrückt, ne? Okay. Ich habe ja jetzt eine andere Taste gedrückt, deswegen scheint das nicht mehr richtig zu. Ist jetzt wieder richtig drin oder nicht? Nein. Ich muss mir noch was anderes ausdenken als den Zahnstocher, das ist. Bisschen ungünstig. Vielleicht irgendwas Schweres hier drauf. Ich hab nichts, was ungefähr der Nummern-Taste entsprechen würde. So eine Schraubzwinge, das bräuchte ich. Ich einfach so die Tastatur klemmen und dann die 9er-Taste einfach festschrauben. Hat mir schon Vollgas. Ja, wenn schon Vollgas, dann richtig. Ich spack's mal fest, das Ding, ne? Im Moment. Jetzt war der Reifen tot mit dem Licht. Ach, leck mich. Keine Schraubzwinge. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht dran denken, mir eine zu kaufen, weil ich sie immer wieder vergesse. Patentierte Amber Moon Kampfschraubzwinge. Nur echt mit dem Gütesiegel. Aber ihr müsst aufpassen. Sie kann abbrechen. Jetzt zu kaufen bei mir für 50 Euro das Stück. Plus 20 Euro Versandkosten. Ich glaube gar nicht, wie teuer es ist, in einem Brief eine Schraubzwinge zu versenden. Ach komm schon. Wow, hey, 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 ein Schadenspunkt. Wuhu, Konfetti. Wuhu, hey. Die Hände in die Luft. Aber passt auf, dass ich nicht abbrich. Hm, man kann mit der Faust doch auch angreifen. Kann die dann auch abbrechen? Meine Faust ist abgebrochen, ach, verdammt. Ich hoffe, das wird später ein bisschen besser, sonst. Oh, was? Sein Leder ist zerbrochen, habe ich das gerade richtig gesehen?
Oh ja, ich mach Schaden, ich mach Schaden. Und da ich inzwischen auch halbwegs was treffe. Oh ja. Ja. Endlich. Nach nur irgendwie 10 Minuten Kampf oder 20. Wir nehmen das aber nicht so genau, ne? Um mich die Details. Ja, ja, Schaden. Ich mach Schaden. Ich habe auch einen Schaden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Explodiert er bald mal? So, der Frage der Zeit, bis er explodiert. Komm. Schlägt viel. Habe ich nicht schon irgendwie 90% Trefferwahrscheinlichkeit? Reicht doch nicht. Glaub's gleich. 5. Kann man machen, ja. Komm schon. Nochmal ordentlich, dann geht's los. 1. Oder es geht weiter, besser gesagt, los. In meinen Displays geht's nie los. 5. 3. Immer noch nicht. Jetzt will er unbedingt Igel töten, was soll denn der uns? 4. 1. Auch immer noch nicht. Ja, das prallt eh an mir ab. Okay, komm schon. Ich muss doch irgendwo mal zusammenbrechen. Wie viele Scheiben muss ich denn noch von ihm rausschneiden? Oh, er ist explodiert. Nein, verdammt, jetzt habe ich... Ist die Frage, kommt er wieder zurück? Nein, der haut ab. Oder auch nicht. Na also. Boah. Das hat jetzt gar nicht lange gedauert. So, Hornhelm, ich auch mal mit. Plus 8. Plus 6. Wir nehmen einfach mal mit, was wertvoll ist. Und den Rest, den Scheiß lasse ich einfach mal liegen. So, das wollen wir mal rauslegen. Die Axt hat plus 8. Plus... Ach, das ist eine Kampfaxt. Die hat plus 10, aber die braucht zwei Hände. Okay, da ich ja eh nicht verwundet werden kann, nehme ich mal die Kampfaxt. Und das ist eine normale Axt, die macht plus 8, ne? Ja. Was soll denn der Mist? Was trägst denn du so schwer? Ich sehe schon, du trägst einen Haufen Äxte, die alle abgebrochen sind. Kann ich nicht einfach ein bisschen Klebeband finden und das dann zusammenkleben praktisch? Ja, der Rest ist Schrott. Egal, wir speichern erstmal. So, wir haben Fortschritt. Fortschritt, meine Damen und Herren. Fortschritt. Fortschritt. Fortschritt, hey. Gut. Ich hoffe mal, da kommen jetzt nicht noch mehr Orks. Das wäre leicht. Wo kam überhaupt der eine her? Das wüsste ich auch gerne mal. Ich hatte doch alle Orks in der Höhle getötet. Der wurde spontan von der Höhle gezeugt. Der kam aus der Wand zurück. Das passiert mit den Orks, die man nicht komplett gleich tötet. Die kommen aus der Wand zurück. Egal. So, wir wollen erstmal raus. Erstmal da raus. Nach draußen. Genauso sieht es draußen aus. Und dann wollen wir... Was kann ich denn noch so tragen? Ich habe einen Haufen Gold dabei. Ich muss erstmal zu Großvaterhaus. Erstmal den Hornhelm begutachten. 2-2, du hast schon Hornhelm. Du kannst den Hornhelm wahrscheinlich eh nicht benutzen. Ne? Nee. Okay, wir haben einen Haufen Zeug. Weinpokale, Amtskette. Gut, wir müssen erstmal zu meinem Haus und da Zeug einlagern. Schön, wie lange diese Laterne hält. Kann ich die auch ausmachen oder? Nee, wenn ich sie nochmal benutze, dann wird es wahrscheinlich nur nochmal angehen. Keine Ahnung. Kenn mich doch nicht aus mit dem Zeug. Ich werde es jetzt auch nicht ausprobieren. Keine Experimente heute. Ne. So, Windperlen. Ich hatte doch eine Windperle noch gefunden.
Nee, das will ich nicht. So. Wir verstauen mal einen Tausender, würde ich sagen. Oder wir bekommen wahrscheinlich eh gleich wieder einen Haufen Gold. Und wenn nicht, dann... Scheiß drauf. So. Lage ein, die Kack. Ist überhaupt die richtige Kiste? Hatte ich da schon Gold drin vorher? Wahrscheinlich nicht. Aber ich kann Zeug drin verstauen. Oder auch nicht. 3757. Was haben wir da in Gold? 8000, hey. Schöne Sache. So, Moment, ich hatte auch noch so Wunschmünzen gefunden, die ich später irgendwann mal einwerfen werde. Kann man das Silberbesteck stapeln? Das ist eine interessante Frage. Wo ist das Silberbesteck? Hab ich das Silberbesteck? Ich hab das Silberbesteck. Nee, Essen will ich nicht verstauen. Stapelt sich das jetzt? Ich kann Silberbesteck nicht stapeln. Nein, kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das später nochmal für irgendwas brauche oder das einfach nur zum Verkaufen da ist. Egal, ich habe schon über 12.000 hier drin. In diesem völlig unbewachten Haus. Was kann da schon schief gehen? Ach, das sind die Wunschmünzen. Gut, wir lagern die Wunschmünzen ein. Den kaputten Dreschlegel. Das zerbrochene Kettenhemd kann ich auch einlagern. Den Hornhelm. Das Kurzschwert ist Schrott. Chandras Bernstein behalte ich mal. Das Silberbesteck kann weg. Hornhelm. Dreschlegel. Axt. Axt. Es wird verkauft. Axt. Gut. Jetzt haben wir ja fast schon... Ich bin gerade im Haus eingebrochen. Da waren Kisten voll mit kaputten Waffen. So, er holt sich mal ein paar Spruchpunkte. Das ist gut. Ich meine, er trifft damit praktisch nichts mit seinen Zaubern, aber ich kann sie jetzt halt benutzen. Ist doch auch schon mal was, ne? So ein bisschen, ne? Toll ist das schon. So, welches Stadthaus war das? Eins oder zwei? Gucken wir einfach mal rein und schauen, was passiert. Hallo du. Ah nein, du warst der mit deinem... Ja, ja, interessiert kein Schwein. So. Der ist tot. Vergiss ihn. So, dass ich schlechte Laune habe. Wer hat denn jetzt diesen scheiß Weinpokal? Vielleicht ist es besser, wenn diesen Pokal meiner Frau geht, denn ich habe nichts. Gerade nichts hier, mit dem ich. Sag das doch gleich. Weinpokale. Okay, die sagt mir nichts Neues. Über diese Wahnvorstellung, die die hat. Als ob sowas wie so Elfen gäbe. Ach, leg mich. Also vielmals bedanken. Darf ich als Belohnung diese Brosche geben? Sie ist nicht ohne Wert. Und ich habe sie von meiner Schwiegermutter. Aber ehrlich gesagt, sie steht mir nicht besonders. Ja, ich habe doch jetzt beide Weinpokale gegeben. Dann streichen wir das mal, ne? So, ich sag nur wieder das gleiche oder dasselbe. Nee, der hat nichts mehr Neues zu sagen. Okay. Was kann denn diese Branche? Keine Ahnung. Was verändert sich denn hier? Wenn sie hier irgendwas... 80, 26... Ich habe keine Ahnung. Charisma... Charisma von... Mit K geschrieben.
Habe ich auch noch nie gesehen. Wäre es nicht mit CH geschrieben oder ist das alte Rechtschreibung? Von 41 hoch auf 91. Wobei, das soll ich vielleicht lieber Nelvin geben. Der hat nämlich mehr von Haus aus. Bei ihm geht das dann nämlich auf angenehme 100 und... ja, es geht nicht mehr mit Tränken, aber mit Gegenständen geht es nach wie vor. Okay. Ja, ich war schon immer der Meinung, dass 100% nicht genug ist. So, was soll ich...